Moin moin und herzlich willkommen zu Let's Replay Resident Evil Remake. Ja, wir sind jetzt kurz davor, in den Keller hinabzusteigen, wo es dann auch in die Küche führt. Vor ihren Füßen ist ein Loch, das machen wir. Sie können nicht weit hineinsehen. Hineinsteigen, ja natürlich, klar. Ach, hier ist das zweite Buch, das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Oh, jetzt wird langsam der Platz dann doch ein bisschen knapp. Also wir sind mittlerweile schon das zweite Mal im Herrenhaus, wie ihr vielleicht noch wisst, und sind kurz davor, das Herrenhaus endgültig zu verlassen, sobald wir die Küche hinter uns haben. Und dann müssen wir uns nochmal den Weg rausbahnen, ja. Aber wir werden das hoffentlich alles hinkriegen. Da ist ein Esel zu eurem Buch, das mag ich nicht. So, die Adlermedaille haben wir jetzt auch gefunden, sehr schön. So, jetzt, wir haben mittlerweile 5 Messer. Sehe ich gerade. Und 5 Battery Packs. Alter. Ja gut, wir haben ja auch kaum Zombies mehr gehabt als Gegner. Und bei Hunter klappt das, glaube ich, nicht. 29. November 67. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller Formaldehyd und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen, aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor... Es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica. Haben wir gerade das Tagebuch von Trevor? Wahrscheinlich. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 30. November 67. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das... Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, weil ich habe... Ich verliere den Verstand. Ich habe gerade Westernland im Kopf gehabt, deswegen... Ja. Deswegen kann ich gerade nicht richtig mit Betonung weiterlesen. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. 31. November 67. Es gibt keinen 31. November. Was ist das denn für ein toller Fehler? 31. November. Mhm. Ich habe einen Fehler entdeckt. Geil. Was ist denn das? Ja, oder der war schon so bekloppt, der Typ, dass er es nicht gemerkt hat. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse, aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab. Und tief in den Stein gemeißelt mein Name. George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bei ihnen in die Falle gegangen bin. Tun sein. Aber nun ist es zu spät. Ich werde... Dann ist es zu spät. Zu spät. Zu spät. Entschuldigung. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor. Ein Name ist in den kleinen Grabstein eingraviert. George Trevor. Da ist ein Schalter. Ja, den drücken wir. Rest in Peace steht da. Der Rest in Stücken. So. Hinunter. Hier sind mit Sicherheit Hunter. Also wenn jetzt hier Zombies auftauchen, das würde mich jetzt schon sehr überraschen. Ich glaube aber eher ein Hunter. Oder, Kacke, es sind Spinnen. Ich habe nichts... Ich habe nichts... kein Antigift dabei. Ich hatte auf keinen Fall auf dem Schirm, dass hier Spinnen sind. So ein Kack. Was ist denn das da unten? Ja. Boah, nur mit, ne? Im Karton liegt der Rückenpanzer einer Spinne. Das ist ekelhaft. Oh, das ist eine Karte. Hahaha, Karte. Ja. Also nicht, dass ich mich jetzt gerade freue, ich ekel mich einfach nur. Wir haben ja noch ein bisschen Muni, ne? Kommen da eigentlich auch kleine Babyspinnen raus in diesem Teil? Ich weiß, ist sie tot. Scheiße, hat die mich jetzt noch vergiftet? Nee. Wie kacke ist das denn? Aber ich habe doch jetzt gar keinen Strom eingestellt. Hätte ich noch woanders lang gekonnt? Ach, es kommt noch ein Raum. Schön.
Das hört sich jetzt doch nach Hunter an, ne? Nein! Du bist das. Ja, komm. Jetzt das blaue Kraut nehme ich mal eben. Ich wollte das blaue Kraut haben. Ja gut, nehme ich das so. So. Das packen wir jetzt mal als Supermischung damit zu. Gut. Da ist noch eine Verteidigungswaffe. Der blutet noch gar nicht, ne? Und ich habe auch nichts zum... Der fässt mich doch gleich an. Na egal, wir gucken mal hier lang. Ich glaube, hier kommt der Stromkasten. Ja, ich habe Angst hier, das ist... Na, eigentlich... Ja. Die Hauptsache ist durchgebrannt. Auswechseln. Ach so. Ach so. So einfach ging das. Okay. Dass hier unten Spinnen sind, das wusste ich gar nicht mehr. Ist ja geil. Ist natürlich viel lieber als Hunter, weil Hunter sind ekliger. Ist hier noch was versteckt? Auf dem Regal gibt es gibt es eine Reihe kleiner Objekte. Bei näherem Hinsehen entdecken Sie das Siegel von Berikara. Nein, Entschuldigung. Das war eine H.G. Francis Hörspielkassette. Das Siegel des Berikara. Ihr werdet einen Leichnam finden, eine Mumie, die dort begraben ist. Egal, nicht, ignoriert mich einfach. Raccoon City auf einem zerbrochenen Teller, so. Oh, da ist Munition. Die kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen, aber ich nehme sie jetzt mal mit. So, und das Problem ist jetzt. Jetzt habe ich keinen Platz. Aber ich brauche eine Truhe. Scheiße. Und die nächste Kiste ist jetzt ganz woanders. Aber da ist der Gang wenigstens halbwegs gesäubert. Ich guck gerade mal, da oben ist bestimmt keine Kiste. Da ist eine Schreibmaschinen-Inventarbox. Ja, aber da komme ich jetzt erstmal nicht hin. Ah, fuck. Ja, dann gehe ich jetzt erstmal hoch. Ich muss zu einer Kiste. Nützt alles nichts. Es wird hundertprozentig gleich ein Hunter kommen. Aber ich muss zu einer Kiste. Weil da werden viele Sachen sein in der Bibliothek. Das ist ja nicht die Bibliothek. Das ist ja... Weiß nicht, ja, irgendwie ein neuer Trakt jedenfalls. Hi! Ich habe falsche Knarre ausgerüstet. Ich muss sagen, die Hunter sehen hier schon sehr geil aus, ne? Oh, ich war gerade wieder voll in Panik. Ich habe die Waffe nicht gewechselt. Ach, die Tür ist offen. Mhm. Ist hier jetzt noch einer? Darf er eigentlich nicht, ne? Das überlege ich gerade. Ich hätte... Soll ich das gleich mal riskieren? Ich gucke mal eben ganz kurz, ob hier noch was ist. Ich gehe da gleich mal hin und hol die beiden letzten Kräuter. Weil, warum nicht? Das ist auch eine Begründung. Hier müsste ja eigentlich alles leer sein, ne? Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, okay. Jetzt ist hier unten ja eigentlich alles gesichert. Dann, ja, hole ich auf jeden Fall die letzten Kräuter. Ich glaube, das sind noch zwei Kräuter, zwei grüne. Die hole ich da gerne weg. So, die Medaille brauchen wir erstmal nicht. Wir... packen mal eine komplette Heilung weg, weil wir haben jetzt ja gleich was Neues. Und den packen wir auch mal weg. Ja, nee, das war eigentlich doof gedacht, so. Säulengeschosse, die könnte ich eigentlich mitnehmen, ne? Ist ja fast leer, mein Granatwerfer. Ja, mach mal so. Joa. Ich glaube, so kann man das... Ach, ich habe ja das Ding auch noch. Ich habe es vergessen. Soll ich das mitnehmen? Na, erstmal... Ich gehe erstmal eben Kräuter holen. Ich will ja nicht so viel Scheiße jetzt mit mir rumschleppen.
Es könnte auch sein, dass da oben einfach Zombies sind und keine Hunter. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Weil, ich weiß es echt nicht. Ich hätte auch nicht im Keller mit den Spinnen gerechnet. Das war schon eine kleine Überraschung. Im positiven Sinne tatsächlich. Jetzt gehe ich mal hier hinten hin. Hoffentlich kommt da jetzt nicht einer um die Ecke gesprungen. Nö. Und hier drin wird ja wohl keiner sein, oder? Packen die hier einen Hunter rein in den Raum? Ich glaube nicht. Nö. Aber hier sind Kräuter. Genau. Und dann nehmen wir noch zwei Stück von mit. Das ist doch perfekt. Dann dürfte der Raum auf der Karte auch gleich als leer gekennzeichnet sein, ne? Also als untersucht. Ja, jetzt ist er vollständig untersucht. So, und genau. Und jetzt könnten wir eigentlich ein Kraut noch wegpacken. Ich weiß halt nicht, wie viel Sachen wir da jetzt einsammeln müssen gleich da oben. Also auf jeden Fall die Aufzugsbatterie, denke ich. Die müssen wir ja auch noch finden. Ich denke mal, ich packe noch ein Kraut weg und den Rest. Und vielleicht noch die... Ja doch, da packe ich noch die Patronen fürs Gewehr weg. Und vielleicht nehme ich die scheiß Selbstverteidigungswaffe mit, dass die mal wegkommt, oder? Oder, nee, wir schulen die Selbstverteidigungswaffe später für die Spinne auf, die Monsterspinne. Wäre auch eine Möglichkeit. Das habe ich schon mal gemacht, glaube ich. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Warum soll ich jetzt unnötig Krams mit mir rumschleppen? Also das Ding packen wir mal jetzt weg. So. Ist das zu viel Zeug, was ich mit mir rumschleppe? Ich denke, das geht so. Ich denke, das geht so. So. Gut, also runter in den Keller. Um dann mit dem Fahrstuhl ganz nach oben zu fahren. Das ist auch irgendwie eine geile Logik. Aber so machen wir das. Ich würde übrigens, nur so ganz nebenbei, ich würde nie an so einem Pfeiler, der im Raum steht, haben wir ja auch durchaus sowas manchmal, da so ein Bild dranhängen, was dann auch überhaupt vom Format nicht ranpasst und was dann drüber hängt über die Kanten. Also, so würde ich das nie machen. Ich habe nichts gegen Bilder. Ich finde Bilder total geil und wir haben ja auch selbst eine kleine Galerie mittlerweile mit zwei coolen Gemälden. Drucke natürlich, keine Originale. Aber das muss auch ein bisschen passen. Und dass es über die Wand drüber hinaus ragt und so, das sieht doch total scheiße aus. Weiß ich nicht. Man muss auch so ein bisschen den Platz und das Haus dafür haben, finde ich, für solche Gemälde. Und bei uns in den Flur passt es echt gut hin. So ein bisschen Düsteres. Wir haben übrigens so überlegt, ob wir uns ein Gemälde von Giga holen. Also HR Giga kennt ihr ja vielleicht, der das Alien praktisch erschaffen hat. Und der hat ja auch teilweise ein paar Gemälde gemalt. Richtig coole Sachen. Und ja, da, das ist natürlich ein ganz anderer Stil. Das ist halt so ein moderner, ja, wie soll ich das nennen? So organisch-metallischer Horror, wenn man das so sagen kann. So ein bisschen androidenmäßig. Das sieht schon sehr, sehr skurril aus. Passt da zwar natürlich optisch nicht so ganz zu, aber na, mal gucken. Also irgendwie hätte ich da schon Bock drauf, so ein Gemälde hinzuhängen. Okay, ich höre einen Zombie. Ist grundsätzlich okay. Halt's Maul. So. Hier sind Kräuter, wie es aussieht. Reichlich. Oh, eine Motte hängt da am Fenster. Ist ja süß. Ja, ich komme, ich mach die mal eben tot. Du bist aber sehr geschlichen. Okay. Wir haben so viel Muni, ne? Gehen wir erstmal hier rein. Hier ist nämlich so ein bisschen der Lootraum. Nur mal gucken, was wir hier alles finden. Oh, Magnum Patrol. Sind das Flammengranaten? Die kann ich ja... Es sind natürlich Säuregeschosse. Die geht aber auch, okay. Ja, nehmen wir die Magnum-Geschosse auch noch mit. Komm, ja, was soll's.
Und da ist die Batterie, auf die ich gewartet habe. Da ist noch, oh, Selbstverteidigungsgedöns. Mein Gott, haben wir viele Sachen. Das ist unglaublich. Wir haben so viele Sachen. Also munitionstechnisch werden wir dieses Spiel auf jeden Fall überleben. Ah, ich weiß aber gleich, okay, wo wir gleich rauskommen bei der einen Tür. Das ist schon mal gut. Ich habe nicht mehr viel Platz, nur noch ein bisschen, aber ja, gucken wir mal, was wir noch einsammeln können hier in dem schönen Raum. Ach, da kommen wir gar nicht rein. Wird sich nicht öffnen lassen. Okay, dann ist okay, dann... ja, das kann ich natürlich nicht mehr kombinieren hier. Ich komme gleich nochmal wieder. Das ist nämlich jetzt die eine... Ja, jetzt ist die Frage, wenn ich da jetzt rausgehe... Nee, das ist mir zu gefährlich tatsächlich, oder? Ah, ja. Scheiße. Das ist kürzer. Ja, es ist kürzer, aber... Ach komm, was soll's. Ich weiß, damit ihr seht, wo wir rauskommen. Ihr wisst es wahrscheinlich auch, aber ich habe halt Angst, dass hier jetzt ein Hunter steht. Das war mein Schatten. Oh Gott. Hier ist kein Hunter. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist gut. Dann nehmen wir natürlich diesen Weg, um zur Truhe zu kommen. Ja. Okay. Wow. Das war mal angenehm. So, dann machen wir das noch. Und dann, ja, dann geht es schon Richtung... Ich überlege gerade. Ja, dann können wir in die Kanalisation gehen. Das ist ja Wahnsinn. So, die Batterie brauchen wir dann gleich, ja. Die Magnum-Patronen, die packen wir natürlich zu den anderen. Die ist aber nicht hier unten, sehe ich gerade. Ich sollte die Waffen mal auf einen Haufen packen. Die Batterie brauchen die Soll-Patronen. Habe ich noch mehr hier? Ne, das waren alle. Ja. Ich krieg jetzt so die Kräuter mit, ja. Mach ich das mal eben. Ja, die nehme ich mir nochmal eben alle mit. Und dann, wie gesagt, ja, können wir das Haus verlassen. Wir werden aber nochmal wieder hier zurückkehren. Denn ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass es noch eine bestimmte Tür gibt. Nämlich, die Tür, wenn wir in der Haupthalle sind, hinter der Treppe. Ne, die es ja auch erst im Remake gibt, mit den beiden Ornamenten, die man da einsetzen kann. Theoretisch könnte ich das eine da schon mal einsetzen, dann wäre ich das los. Aber, ja, nee. Das würde mir halt später noch einen Platz ersparen, aber ich muss da eigentlich gar nicht durch. Wobei... Ha, ich bin doof. Ha! Ja. Ich muss das andere mitnehmen, weil ich muss ja wieder zurück. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich komme ja gar nicht mehr raus sonst in den Hinterhof. Ich muss das ja wieder mitnehmen. Ich hätte das doch gar nicht rausnehmen sollen. Ihr versteht, was ich meine, ne? Also ich muss jetzt hier in den Hinterhof, um in die Kanalisation zu kommen. Das heißt, ich muss das Metallobjekt auf jeden Fall wieder da einsetzen, wo wir es rausgenommen haben wieder. Na gut. Wir werden jetzt eh noch ein bisschen mixen. Also, ihr versteht schon. Im Speicherraum. Ich könnte natürlich auch direkt zum anderen Speicherraum gehen. Ja, mache ich auch. Ja. Ist kürzer. Ich könnte auch hier rausgehen, das ist noch kürzer, aber da sind hundertprozentig ein Minimal, also vielleicht sogar zwei Hunter. Deswegen nehme ich den kleinen Umweg hier in Kauf und gehe hier lang. Das halte ich für sinnvoller. Dann gehen wir über den Balkon, der ja schon leer ist, und dann unseren üblichen Weg hinten rum. Und dann dürfte uns jetzt eigentlich kein Gegner mehr entgegenkommen. Es sei denn, das Spiel ist sehr, sehr gemein und spawnt wieder irgendwo was hin. Aber ich vertraue da jetzt einfach mal auf die Fairness von Capcom. Das muss man sagen. Also bei den ganzen Resident Evil Spielen... Kann ich nochmal eine nutzen? Ich komme ja nicht mehr hin. Achso. Ich kann meine Wunden nicht mehr behandeln. Bei den ganzen Resident Evil Spielen... ist es eigentlich immer recht ausgewogen und fair, was man so an Munition und Heilung bekommt. Würde ich mal so sagen. Auch bei Outbreak vielleicht. Wenn man sich halt nicht so doof anstellt wie ich, wird da wahrscheinlich auch alles reichen. Aber ich denke mal, dass Capcom da ein ganz, ja, gutes, ausgewogenes
Maß immer an den Tag legt. Ja. Punkt. Ich denke aber trotzdem, dass ich mit Chris den gleichen Schwierigkeitsgrad spielen werde. Also auch hier auf Mittel. Und vielleicht können wir eines Tages im Stream dann irgendwann mal den schweren Schwierigkeitsgrad probieren oder so. Wer weiß. Oder ich mache das privat für mich. Schauen wir dann mal. Resident Evil geht halt immer, ne? Ich könnte die Spiele immer wieder zocken. Die werden auch nicht langweilig. Die werden für mich nicht langweilig. Gerade diese alten Klassiker. Die sind super. So, jetzt brauche ich das Metallobjekt. Mhm. Okay, Tür ist ja heile. So, dann überlege ich gerade, nehme ich ein einzelnes Kraut mit, weil eigentlich kommen jetzt ja auch erstmal... Doch, Hunter kommt. Ich wollte gerade sagen, kommen keine Hunter mehr. Genau, Alex. Nein, es kommen Hunter. Aber ja, ich denke mal, ich nehme Kraut mit. Ich könnte ja eigentlich fast das Gewehr weglassen, ne? Es wird auch nicht weniger, ne? Es wird nicht weniger. Ich versuche hier gerade ein bisschen System reinzukriegen, was mir nicht so wirklich gelingt. Wo ist das Metallobjekt? Da. Das brauchen wir. Die Batterie brauchen wir. Da packen wir mal ein Kraut wieder zurück. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind so viele. So. Brauche ich wirklich das Gewehr gerade? Ja, ich nehm's mit. Ich nehm's mit. Ich überlege gerade wieder, sorry. Ob ich eine gemischte Packung mal eben mitnehme. Ja, mache ich auch. Weil, da kommen ja gleich wieder die blöden Schlangen. Und wir haben ja vorhin gesehen, wenn die einen beißen, man ist ja sowas von auf Warnung gleich und dann bei Pech auch noch vergiftet. Das lassen wir mal so. So, sehr schön. Ich stelle mir das auch geil vor. Da hast du halt dieses riesige Herrenhaus, ne, wo eigentlich schon ziemlich viel ja auch kaputt ist. Und Barry repariert dann ausgerechnet noch nie noch eine Tür. Dass er dann auch Zeit für hat, bei so einem Sonderauftrag eine Tür in so einem fremden Haus zu reparieren. Das ist schon irgendwo lustig. So, das muss da wieder rein. Das meinte ich, weil sonst kommen wir hier nicht mehr raus. So. Ich habe die Winde vergessen. Oh, Alex. Ich habe die Winde nicht dabei. Natürlich habe ich die Winde nicht dabei. Ja, man muss immer alles doppelt und dreifach durchdenken. Ich hätte aber auch gar keinen Platz gehabt für die Winde, fällt mir gerade ein. Okay, also wieder raus. Beziehungsweise wieder rein. Okay. Das ist auch komisch, dass so eine Gittertür dann in einen abgeschlossenen Raum führt. So Gittertüren würde ich ja eigentlich immer her außerhalb vermuten. Aber das ist ja praktisch eine Außentür des Hauses und die ist einfach nur ein loses Gitter. Das heißt, da weht's rein, da regnet's rein. Das ist auch nicht so clever, ne? Naja. Wollen wir mal nicht logisch mit dem Spiel umgehen. Ja, ich brauche jetzt die Kurbel. Und dann habe ich gleich wieder keinen Platz, um irgendwelche Sachen einzunehmen. Aber ich muss ja auch nichts einnehmen, oder? Eigentlich nicht. Es sind draußen noch ein paar Hunde unterwegs, aber die ignorieren wir jetzt einfach mal. So. Gut. Also, wir müssen jetzt hier den Fahrstuhl in Gang setzen, den zweiten wohlgemerkt, damit wir das Wasser wieder ablassen können. Nee, nicht ablassen. Wir müssen das Wasser wieder stauen, damit der Wasserfall sich zurückbildet, so rum. Und wenn der Wasserfall zurückgebildet ist, dann sieht man, dass hinter dem angeblichen Wasserfall ein Eingang zu einer Kanalisation ist. So ist es so, ja. Und da wollen wir rein. Da wollen wir rein, da wollen wir rein. So, jetzt sind wir auf jeden Fall richtig ausgerüstet.
können auch hier oben weitergehen. Unten brauchen wir nicht mehr lang. Da kommen wir zwar noch mal lang, ja. Später auf dem Rückweg. Aber nicht jetzt. Kann ich da eigentlich was machen hier? Nee. Sieht aus, als hätte einer Tomaten aufgezogen oder so. Okay. Dann muss ich jetzt erstmal die Batterie einsetzen, da wo die Hündchen sind. Schön, ja. Das heißt dann aber auch, dass ich jetzt erstmal zur Schrotflinte greife. So. Platsch, platsch, platsch. Sind die Schlangen schon da oder fallen sie neu runter? Sie fallen neu runter. Da muss man einfach nur Glück haben, ne? Das ist so ein Glücksspielchen. Ich glaube, ich werde jetzt auch die Hunde mal eben platt machen, weil das sonst alles ein bisschen zu riskant ist. Und vor allem haben wir genug Munition. Nur zwei Hündchen? Echt? Und jeder ein Schuss und weg? Oder war das nur der eine? Hm. Sieht fast aus, als wäre es nur der eine gewesen. Ein durchsichtiges Wesen schwimmt im Wasser herum. Das ist sehr interessant. Okay. So, da können wir nämlich jetzt die Batterie einsetzen. Tada! Sehr schön. Dann können wir den jetzt auch benutzen. Dann brauche ich auch bei den Schlangen gar nicht mehr rum, was schön ist. Und wir können das Wasser jetzt ablassen. Tada. So. Und wieder hier. So läuft das. Ich mag dieses Spiel. Ich hatte ja auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, Alone in the Dark zu spielen. Das ging bei mir immer komischerweise nicht, weil mein Aufnahmeprogramm da Probleme hat mit der PlayStation 2. Also generell normalerweise nicht. Ich kann sonst auch PlayStation 2 Spiele spielen. Aber bei jeder Ladesequenz oder bei jeder Cutscene wird die Verbindung unterbrochen. Also zu meinem Aufnahmeprogramm. Warum, weiß ich nicht. Das war ganz merkwürdig. Deswegen habe ich es dann wieder gelassen und habe dann kürzlich mal Alone in the Dark bei Bruger angeguckt. Den gucke ich auch mal sehr gerne eigentlich. Und es war zwar okay, das Spiel, aber ich fand es dann doch ein bisschen sehr merkwürdig. Also, nicht schlecht. Es hat für mich nicht den Charme eines Resident Evil oder eines Silent Hill. Also, Alone in the Dark fand ich schon so ein bisschen sehr trashig. Also, noch mehr trashig als Resi und Silent Hill. Wobei Silent Hill eigentlich nicht trashig ist. Nicht so wirklich. Klar, es gibt bei älteren Spielen immer so ein bisschen was auszusetzen. Aber auch gerade die neueren Teile und so, die sind schon ziemlich cool und auch durchdacht. Wobei, eigentlich kann man ja auch fast sagen, dass bei Silent Hill jeder Teil eigentlich ein bisschen auf das Gleiche abzielt. Nur halt andere Charaktere und vielleicht ein bisschen anderer Storyverlauf. Aber auf jeden Fall geil. Nochmal speichern? Nee. Ich denke nicht. Wir versuchen das mal so. Ich hätte jetzt nochmal bei den Mitarbeitergebäuden nochmal speichern können, bevor wir runtergehen. Aber ich denke, das lassen wir jetzt erstmal. Versuchen wir uns mal in einer Kanalisation, ohne vorher zu speichern. So, da ist ein blaues Kraut. Das nehmen wir mit. Da haben wir noch Platz für. So, das können wir gerne nochmal damit kombinieren. So, war ich, oder ist hier sogar eine Kiste im Remake? Ha, hier ist eine Kiste. Und das Farbband. Ist ja noch geiler. Sehr gut. Und hier um die Ecke, das ist jetzt ein sechseckiges Loch, ne? Ja, okay. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich die Kurbel auch nicht mehr. Die können wir eigentlich auch in die Truhe packen. Das ist nett, dass sie hier eine Truhe hingesetzt haben. Die ist nämlich, glaube ich, im Original nicht da. Also zumindest ist hier keine Schreibmaschine. Verzeihung, das war falsch. So. Ja, so. Sieht doch ganz gut aus, ne? Ich denke, so können wir weitermachen. Gut, erkunden wir mal hier unten die Kanalisation. Habe ich jetzt schon Säure geladen? Ne, ich habe noch Flammgranaten geladen, okay.
Weil wir haben jetzt ja mittlerweile auch schon einiges an Magnum-Patronen. Ich glaube, das würde für den Tyrant wohl reichen zum Schluss. Hallo? Ah. Oh, neue Brandgranaten. Nee, es sind Säure. Oh Gott, wie viel. Hier ist ein Felsen? Okay. Ist interessant. Richtig, die Indiana Jones Fallen gibt es ja auch noch. Da habe ich jetzt ja schon wieder ein bisschen Panik vor. Da kann man auch mal eben schnell sterben, wenn man pechert.